Hallo und herzlich willkommen zum VP Integra YouTube Channel. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das deutsche TV-Programm aus Österreich anschauen könnt. Und in dem Falle sind wir auf dem ZDF. Geisterblitze auf Leben und Tod ist das Programm. Und wir schauen jetzt mal, ob wir das Ganze denn aus Österreich anschauen können. So, ich klicke einmal auf Play und wie wir sehen, leider wird kein Videoformat von deinem Gerät unterstützt. Das heißt also, da wir eine österreichische IP-Adresse besitzen, können wir das deutsche Live-TV-Programm aus Österreich leider nicht anschauen, da eben das Ganze länderbeschränkt ist. Das heißt also, wie gesagt, keine deutsche IP-Adresse, daher können wir das deutsche Live-TV-Programm aus Österreich nicht anschauen. Was machen wir also? Wir benutzen ExpressVPN und ExpressVPN ist der beste VPN meiner Meinung nach, denn ihr habt die Geschwindigkeit, ihr habt das unbegrenzte Datenvolumen und wie ihr gleich sehen werdet, haben wir eine riesengroße Länderauswahl. Also als allererstes drücken wir einmal auf die drei kleinen Punkte. Wir sehen, wir haben hier ein paar empfohlene Länder, eine kleinere Auswahl, dann auf alle Standorte haben wir Asien, Pazifik, da haben wir eine riesige Auswahl an Ländern, wie ihr seht. Auf Europa natürlich genau das gleiche, die ganzen europäischen Länder hier zur Auswahl. Amerika haben wir auch noch einige zur Auswahl und dann natürlich den Mittleren Osten und Afrika, da haben wir auch noch ein paar vereinzelte Länder zur Auswahl. Und in dem Fall möchten wir natürlich eine deutsche IP-Adresse beziehen, denn wir möchten das deutsche Live-TV-Programm aus Österreich anschauen. Wir gehen also auf alle Standorte hier oben in die Suche rein. Deutschland eingegeben, auf Deutschland geklickt und wir sehen dann unter ausgewählter Standort, wir haben jetzt Deutschland, drücken auf den dicken Knopf in der Mitte und das Ganze verbindet auch schon. So, wie wir sehen, das Ganze ist grün unterlegt, wir sind verbunden, wir gehen zurück aufs ZDF, refreshen einmal die Page und schauen, ob wir nun das deutsche Live-TV-Programm aus Österreich anschauen können. Ich drücke auf Play und wie wir sehen, das deutsche Live-TV-Programm aus Österreich spielt nun einwandfrei ab. Ich pausiere das Ganze wegen, weil vielleicht gibt es Copyright-Probleme, ich habe keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, das Ganze funktioniert mit ExpressVPN. Super Anbieter, meiner Meinung nach einfach, wie gesagt, weil ihr die Geschwindigkeit habt, ihr habt das unbegrenzte Datenvolumen und die 94 Länder zur Auswahl. Das Ganze würde mit kostenlosen VPNs in dem Fall natürlich nicht funktionieren, einfach aus dem Grund, da ihr eben das limitierte Datenvolumen habt, heißt also ihr schaut ein, zwei Stunden, danach ist das Datenvolumen aufgebraucht, ihr könnt nichts mehr anschauen, dann habt ihr natürlich noch die Geschwindigkeitsprobleme, wie gesagt, das Ganze ist kostenlos und wenn ihr dann eben streamt, ob das jetzt das deutsche TV-Programm aus Österreich ist oder Netflix oder sonstiges dergleichen, dann müsst ihr natürlich damit rechnen, dass ihr konstant Abbrüche erlebt und was gibt's Schlimmeres als einen Livestream, einen Film anzuschauen und das Ganze unterbricht die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, ich hinterlasse euch zum ExpressVPN einen Link in der Beschreibung. Ich verlinke das Ganze auch nochmal auf dem Bildschirm unter vpntiger.de/exp. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal auschecken. Bedenkt bitte dabei, wenn ihr über den Link in der Beschreibung einen Account mit ExpressVPN öffnet, dann erhalten wir eine kleine Kommission dafür. Euch entstehen dadurch natürlich keinerlei Nachteile, dem ganzen Gegenteil. Wenn ihr jetzt ausschließlich über den Link in der Beschreibung einen Account mit ExpressVPN eröffnet, dann habt ihr jetzt die Chance, 3 Monate kostenlos zu halten, 49% Rabatt auf den Jahresplan und obendrauf habt ihr sowieso noch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Heißt also, wenn ihr das Ganze innerhalb von 30 Tagen nicht mögt, aus welchen Gründen auch immer, dann einfach bei ExpressVPN melden und sagen, hey, ich mag das Ganze nicht, ich möchte mein Geld zurück. Ihr bekommt euer Geld zurück innerhalb von 30 Tagen und das war's. So, ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und natürlich auch geholfen. Wenn dem so ist, denkt darüber nach, ein Abo dazulassen, vielleicht auch einen Like, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim deutschen TV-Programm aus Österreich und sage bis dahin, seid vorsichtig da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video und macht's gut.